Brothers, Bro, Jo, Profis. Okay, yeah. leider kein sehr, also ist ein Titel, da ist die Mutti gestorben, weißt du, da sind zwei Söhne und der Vater ist schwer verletzt, tödlich verwundet und den Titel kennt eigentlich kaum jemand. Das liegt an dem Zeug hier, Alter, wir hätten hier keinen Crack in die Toilette kippen sollen. Und dann so, geil, schöne Affensendung heute. Was machen die Fledermäuse da vorne? Weiß ich nicht, aber das ist so schön. Fledermaus, ja. Du weißt, dass er nachher wieder auf Tumblr landet, ne? Was? Tumblr. So, auf jeden Fall, jetzt wollen wir endlich mal, wir wollen mal loslegen. Brothers heißt das A Tale of Two Brothers? Ich weiß gar nicht. Nee. A Tale of Two Sons. So ist das richtig. Brothers, A Tale of Two Sons. So, ich schalte mal ganz kurz auf die Xbox. Wir befinden uns hier in einer Fantasy-Welt mit eigener Sprache. Kann ruhig schon mal auf die Xbox schalten, dann kann ich schon was dazu erzählen. Sehr gerne, sehr gerne. Und wie gesagt, unsere Mutti ist tot, der Vater ist krank und wir sind zwei Brüder und müssen beide steuern, diese beiden Brüder. Wir haben jetzt bereits das Intro gespielt und zeigen euch jetzt mal ein bisschen, wo wir so ungefähr eine Viertelstunde gezockt hatten. Wir mussten dann den Vater auf den Karren zum Doktor bringen und sowas alles. Und jetzt viel Spaß bei Brothers. Das Coole bei dem Spiel, das kann man direkt vorab sagen. Ich hoffe, wir schalten gleich auf die Xbox. Mach da einfach mal auf Spiel fortsetzen. Nee, sehe ich nicht ein. Ich weigere mich. So, Toni, aus. Guten Morgen. Jetzt kommt so, das Lustige ist, mit dem Gamepad steuere ich mit dem linken Joystick quasi, mit dem linken Sticky, den einen Bruder und mit dem rechten den anderen und mit den zwei Knöpfen. Da! Mit den zwei Knöpfen kann ich die kontrollieren. Das heißt, ich muss ja versuchen, beide parallel zu steuern, was gar nicht mal so einfach ist. Da zwei Spastis, die aus der japanischen Toilette getrunken haben. Der eine ist aber, das sieht man deutlich an den Haaren. Der eine ist krumm. So, Hotzo, komm doch mit mir ins Wasser. Nein, da bin ich sauber, das will ich nicht. Alter, sauber werden ist nicht so schlimm. Glaub mir, das auch mal probieren.